Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Landwirtschaftsfans, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei Zockt, Landwirtschaftssimulator 22. Wir haben die Schneiderei gebaut, jetzt müssen wir noch dafür sorgen, dass hier auch Stoff ankommt, damit dann Textilien entstehen können. So, dieses Feld gehört jetzt auch uns, darauf wächst Hafer. Und da müssen wir uns mal Gedanken machen, wie wir den Hafer dann erledigt bekommen. Außerdem bin ich gerade am Überlegen, wir haben hier unten jede Menge Zeug stehen. Ob wir das Zeug nicht mal... Das war jetzt ganz clever. Das war super clever. Ob wir das Zeug nicht mal umparken sollten. Wir können noch den Karcher mal positionieren. So eine Gebietserweiterung hat schon seine Vorteile, wenn dann so ein bisschen Land dabei ist, wo man dann auch mal was bauen kann. Ich hatte ursprünglich vor, da auch Teile zum Feld zu machen, aber wenn ich mir das so angucke, es macht schon mehr Sinn, dass wir... über ein Nachbarsfeld fahren. Das kann ich ja nicht kaputt machen, im Gegensatz zu meinen. Es macht vielleicht doch schon Sinn, dass wir hier das Land übrig lassen, um Firmen zu bauen, um Fahrzeuge zu parken, um Hallen zu errichten. Können wir auch unseren Karcher da hinstellen, dann haben wir da auch wieder ein Eck, wo nichts passiert. Eventuell könnten wir sogar den Bienenkasten umpositionieren. Und eigentlich fängt man ja auf dem Grundstück an. Ist ja jetzt nicht so, dass das Grundstück da durch Zufall so leer ist. Und dann könnte ich vielleicht doch mal gucken, ob ich es irgendwie schaffe, ich glaube, einen Wohnwagen haben sie rein editiert, oder? Ins Spiel. Meine sowas gesehen zu haben wie einen Wohnwagen als Unterkunft. Für entsprechend günstigere Preise. Den könnte man zum Beispiel da irgendwo hinstellen und könnte sagen, da wohne ich drin, direkt neben meinen Feldern. Da ich nicht mehr im Traktor schlafen muss. Wäre ja auch mal was. Man, wer schläft schon gar nicht im Traktor? Hm.
Mal wieder ein großer Fuhrpark Umpositionierung. Hat natürlich auch den Vorteil, wenn wir das alles mal gescheit bei uns positionieren hier, haben wir auch nicht mehr so lange Wege, um das ganze Zeug immer abzuholen. Falsch rum rangefahren, das darf nicht wahr sein. Clear. Kaputt. Also wir haben erst nicht mehr so weite Wege, um das Zeug praktisch beizuholen. Und zweitens haben wir den Vorteil, dass wir genau sehen, was wir alles haben. Das ist nämlich auch nicht so einfach, wenn alles einfach nur kreuz und quer steht. Das ist für vorne. War so klar. So, das mal runterfahren. Das mal abkoppeln. Jetzt wird es interessant, ob das funktioniert. Es funktioniert. Man soll es nicht glauben. So, ich glaube, jetzt habe ich mal raus, wie rum ich eigentlich wirklich will. So.
Wir gehen in den Shop und gucken mal. Wo ist denn das? Müsste auch hier sein, oder? Ist das Dekoration? Hölzernes Gartenhaus, kleines Gartenhaus, mittleres hölzernes Gartenhaus, großes Gartenhaus, blechernes Gartenhaus. Farmhäuser. Da haben wir für 20.000 so eine Art. Ja, das ist aber ein Haus, das ist kein Wohnwagen. Da ist so eine Scheune. Für 8.000, aber ich glaube, die kann auch nicht wirklich was. Auch nur zum Unterstellen von Fahrzeugen. Ne, wenn dann für 20.000 das Ding hier. Aber es macht halt gerade überhaupt keinen Sinn, weil ich keine 20.000 habe. So, den Karcher wollte ich gucken, ob ich den umplatzieren kann. Nee, den will ich nicht verkaufen, den würde ich gerne umplatzieren. Geht scheinbar nicht. Muss er da stehen bleiben? Alternative wäre, den zu verkaufen und einen neuen dort anzuschaffen, wo ich ihn haben will. Kostet allerdings wieder ein paar tausend. Macht keinen Sinn. Gut. Da drüben Hafer. Hafer macht mir ein bisschen Kopfzerbrechen, weil ich mir überlegen muss, was ich mit Hafer mache. Wie ich den verkauft bekomme. Ja, wir machen es so. Ich stelle mich jetzt hier hin. Und lasse die Zeit laufen. Wie blöde. Und wenn die Stunde rum ist, gehe ich hier rein. Und aktiviere diese Fabrik. Wie viel machen wir denn noch? 6, 7. Noch 300 ungefähr pro Stunde. Das ist halt das Problem, ja. Fehlende Güter. Wir kriegen nur jede Stunde ein bisschen Wolle. Und sind nach ungefähr einer halben Stunde aus. Das ist ein großes Problem. Ein weiteres großes Problem ist, wie verkaufe ich die, wenn er die nicht rauswirft? Oder wirft er die an der Stelle raus, wo ich es gerade nicht gucke? Nö.
Wir sollten langsam Paletten mit Klamotten spawnen. Ab wie viel Liter macht der da so eine Palette? Das ist die große Frage, die ich mir gerade stelle. Nicht, dass am Schluss die Palette erst dann dahingestellt wird, wenn 1000 Liter zusammen sind. Dann werden wir das kräftig merken am Kontostand. Ich meine, Schöne ist, dass wir schon wieder 10.500 haben. Hatten. Wir zahlen 1000 für einen Kredit da, das ist halt ein Witz, ne? So, Mietkostenfahrzeug, okay. Ich sehe schon, es kommt jetzt wieder alles zusammen. Warte eigentlich nur drauf, dass wieder hell wird. So, die Sonne geht auf. Uhr ist hell genug. Ich bin gerade echt am Überlegen, ne? Also, wann kommt das hier raus oder ist das. Oder ist das irgendwie buggy? Behalten bedeutet. So, direkt verkaufen wird er die direkt verkaufen. Jede Stunde. Kriegen wir, glaube ich, 60% des Geldes. Wir wollen alles. Verteilen geht, glaube ich, nur, wenn wir selbst entsprechend Dinge haben, wohin wir verteilen können. Jo, da war ich mal kurz in Pause. Das war ein kleiner Notfall. Ja, also wie gesagt, wir müssen mal gucken, wie das da jetzt am besten halt ist, damit wir da unsere Kleidung bekommen. Also mit behalten bleibt sie da. Aber dann sollte doch irgendwie mal so eine Palette auftauchen, oder sehe ich das falsch? Das ist halt auch schlecht, dass der Stoff nicht nachkommt. Wir müssen mal gucken, dass wir einen besseren Stoff beikriegen. Ganz wichtig. Kurz vor Reife. Kurz vor Reife. So, außerdem müssen wir auch nochmal nach dem Wasser gucken. Oh Gott, wir haben viel vor jetzt. Jetzt haben wir viel vor. Die ganze Zeit haben wir gewartet und wussten nicht, was wir tun sollen. Und jetzt haben wir viel vor. Ich
habe die Tab-Taste gedrückt. Zum Glück habe ich nur ein Fahrzeug. Echt interessant. Da steht auch einiges an Honig. Das Coole ist, dass die Kredite so billig sind, dass wir uns doch noch einige Maschinen, glaube ich, leisten können. Wo ich gesagt habe, die sind zu teuer, die lassen wir mal weg. Ich glaube, die können wir uns doch noch alle holen. Zum Beispiel einen guten Schwader. So, und da unten seht ihr, da ist jetzt praktisch, wo ich mit der Walze war. Da ist Grasstufe, also das ist noch im Wachstum, das ist nicht erntereif. Das heißt, wenn ich da drüber fahre, das mäht da nicht weg. Da müsste ich jetzt praktisch noch einen Monat warten, um das da unten wegzumähen. Und das macht ja keinen Sinn. Und deshalb habe ich gesagt, der macht mir mein Feld kaputt. Das war meine Idee hinter dieser Aussage. Dass ich da meine Erntezyklen und so weiter nicht einhalten kann, weil der Kollege dann sozusagen mein Feld kaputt macht. Ja? Ich krieg's aber auch nicht hin, mal so zu fahren, dass ich wirklich exakt eine Spur oder so krieg. Muss aufpassen, das Feld gehört jetzt mir und da steht Hafer drauf, der erntereif ist. Da kann ich nicht mehr so forsch einfach drüber fahren. So, wenn ich hier mähe, bin ich gespannt, ob hier dann wieder was wächst. Normalerweise, wenn ich es mähen kann, müsste da auch wieder was wachsen. Weil ich bin mir da halt nicht so sicher. Ja, jetzt hat er hier gut rausgepackt, als ich wieder angefangen habe. Könnte von da drüben was mitgekommen sein, sozusagen.
Also das Mähen vom Gras ist eigentlich somit das Relaxte, was es gibt. Stelle ich gerade mal fest, weil schön übersichtlich. Relativ easy zu handeln. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass du immer so Flecken hast, wo du denkst, du hast gemäht, aber da steht da noch so ein bisschen. Weil ich meine, das ist im Prinzip auch kein großes Problem. Weil normalerweise wächst da ja wieder Gras und dann hast du es bei der nächsten Grasernte dann eventuell mit dabei. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich die ganze vordere Reihe da drüben noch mitnehmen soll. Mal so als Tipp, falls ihr Interesse habt, das Business-Projekt von mir mitzuverfolgen, dafür gibt es einen eigenen YouTube-Kanal. Ich will für den hier nicht mehr Werbung machen, als zu sagen, dass es den gibt. Und wünsche euch viel Erfolg und Spaß dabei, den zu suchen. Wird den hier nicht verlinken. Noch nicht. Weil ich das bewusst nicht machen will, aufgrund der Tatsache, dass ich mal gucken will, ob das Leute anzieht oder nicht. Momentan sieht es sehr danach aus oder nicht. Mein erster Versuch hatte nämlich schon einiges an Aufrufen. Aber keiner ist geblieben und hat es abonniert. Was mir leicht zu denken gibt, dass mein Inhalt vielleicht nicht das ist, was man sich erhofft. Upsa. Ja, ich will ja. Im Prinzip, das wollte ich machen. Mich vom Baum so ein bisschen rumreißen zu lassen. So, ich schalte auf den hinteren, mache X für hochfahren, schalte den mal aus. Nein, 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 bleib zusammen. Ist aber auch ein Krampf zwischen diesen Bäumen und diesen Hallen hier. Also hätte ich gewusst von Anfang an, dass man mit Gras so ordentlich Geld verdienen kann mit diesen Silageballen. Dann hätte ich vermutlich die Gewächshäuser gar nicht gebaut, sondern hätte nur Gras gepflanzt und hätte alles hier zu einer Grasfarm gemacht. Und wenn ich gewusst hätte, dass es so wenig Kreditkosten gibt,
hätte ich vermutlich auch viel mehr Kredit aufgenommen. Dann wären wir auch schon ein bisschen weiter. So, das haben wir alles. Dann fahren wir jetzt mal hoch zu dem anderen Feld. Da drüben auf dem Hof blieb halt wirklich nichts liegen. Wenn überhaupt, dann habe ich das mit hier rüber genommen. Oder hier auf dem Weg verteilt. Also auch hier, ich mähe, aber es bleibt kein Gras liegen, was ich dann aufsammeln könnte. Jetzt wäre das hier ein anderes Gras, was einfach beim Mähen nur weggeht. Ja, aber hier in der Kurve, wenn ich dann die Kurve gehe und dann lädt er plötzlich alles auf einmal ab. Ja, das ist kurios. Wir mähen Gras für Silageballen. Nein, 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 nicht du. So, wir fahren jetzt einmal nochmal da runter, dann drehen wir da unten rum. Und dann fahren wir nochmal hoch. Und dann sollten wir alles haben, ohne dass wir das Feld geschädigt haben. Weil ich da versuche, entsprechend Abstände einzuhalten. Das ist halt irgendwie schon seltsam. Das da drüben ist irgendwie anderes Gras. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das können wir vergessen.
Neben Feldern funktioniert es gut, aber hier drüben auf dem Hof funktioniert es gar nicht. So, zwischen Bäumen machen wir heute mal nix. Ich hoffe, wir kriegen es auch so hin, dass es einigermaßen profitabel wird. Weil mir das einfach zu viel Gefuddels ist. Nein, 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 nein. Ich habe einen Helfer engagiert. Ich habe auf H anstatt auf G geklickt. Ist das krampfig. Ich hatte einmal eine Situation, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, die war im privaten Spiel. Da habe ich aus Versehen auf H geklickt. Und dann setzt mein Helfer zurück und fährt im Rückwärtsgang, während er die Mähdrescher, oder nee, nicht die Mähdrescher, diese Mähdinger hier fürs Gras ausfährt, fährt er rückwärts volle Kanne in mein Sonnenblumenfeld. So, dann habe ich natürlich deaktiviert und dann rollt der ja weiter. Und in dem Moment, wo er weiterrollt, hast du ja die Kontrolle und dann wird deine Frucht zerstört. Das war richtig super. Ich hätte ihn einfach durchfahren lassen sollen. Das hätte mehr Sinn gehabt. So, ich gucke jetzt gerade nochmal was anderes, wenn wir schon mal gerade auf dem Weg sind. Wir müssen auch bald nochmal nach Wasser gucken, ne? So, ich gucke jetzt nochmal nach so einem Gerät, um das Gras zusammen zu holen. Und dann können wir in der nächsten Folge das Gras zusammenrechen. Aber da steht auch noch eine Feldspritze, die müssen wir auch noch rüber transportieren. Wie heißt das komische Ding nochmal? Rübentechnik, Baumwollentechnik, Traubentechnik, Kreiseltechnik, Spatentechnik. Der heißt nicht Striegel. Schwader. Den hat nur angeguckt, der war nix. Das Ding ist, glaube ich, sowas, wie ich das gerne gehabt hätte. Der hat wieder so eine Monster-Spannbreite. Na gut, der hat 3,4. Hm. Der war mir zu... So, wir gucken nochmal in die Finanzen. Finanzen, sagte ich. Wir nehmen mal 300.000 auf. Was wir haben, haben wir. Hört sich blöd an, aber mal ganz im Ernst. Haben wir eine runde Zahl. Jetzt weiß ich, ich habe 300.000 Schulden. So. Das Ding war's. Warum liegt hier ein Ballen? Gibt es irgendeinen Sinn, dass da ein Ballen liegt?
Ich habe gedacht, ich hätte einen Ballen mitgekauft jetzt. Ich meine, es ist wirklich billiger, wenn man es mal ausrechnet. Am Tag 1000 oder 2000 oder 3000 Zinsen zu zahlen und dafür die Fahrzeuge zu besitzen, ist, glaube ich, billiger. Also rein von der Logik her. Weil die kosten ja pro Betriebsstunde solche Mengen an Kohle, die Fahrzeuge, das ist ja nicht mehr auszuhalten. Und dieses Geld kostet das, soweit ich weiß, nicht, wenn du das Fahrzeug nicht gemietet hast, sondern wenn es dir gehört. So, wir fahren aus. Wir senken ab. Wir schalten an. Genau so wollte ich es haben. So und nicht anders. Aber ich bin schon wieder am Vorbeifahren. Aber 19.000 für dieses Gerät. Ganz im Ernst. Für 19.000 kannst du auch 20 Mal die gleiche Bahn fahren. Wenn ich das nicht spielen würde hier als Let's Play, wäre es vermutlich auch so, dass ich lieber die Bahn fahre, als für 19.000 das Gerät hier zu kaufen. Ach, die Lenkung. Guck auf andere Dinge hier. Es ist wieder zu weit drüben. Jetzt will ich wieder weiter hier rüber. Es ist mit Tastatur gar nicht von der Entfernung von mit Tastatur gar nicht so leicht zu steuern, wie man denkt, wenn man das nicht mehr gewohnt ist. So. Eigentlich könnte ich auch alles auf eine Spur zusammenschwadern. Dann brauche ich nur einmal drüber zu fahren und habe 25 Ballen oder so. Alles schon gemacht.
Nee, dass ich für meinen anderen YouTube-Kanal keine Werbung machen will. Wie gesagt, das hat damit zu tun, dass ich erstmal gucken will, ob mich da überhaupt jemand findet. Oder, ja. Also ich will da frühestens in ein oder zwei Monaten dann hier auf dem Kanal eine Verlinkung machen zu dem anderen Kanal. Weil ich finde, es ist schon wichtig, dass sowas auch ein bisschen organisches Wachstum hat. Jetzt mache ich ein bisschen Chaos. Aber es fährt ein paar Zusammenraffungen nochmal zusammen, irgendwie. Dürfte ja dann auch einfacher werden, damit klarzukommen, wenn ich dann mit der Ballenpresse drüber fahre. Aber wie gesagt, das machen wir dann in der nächsten Folge, denn... wir sind schon wieder viel zu lang hier am Werkeln und da muss ich mir mal Gedanken machen, ob wir uns noch einen Traktor kaufen, einen Mähdrescher kaufen. Für das Feld, wo der ganze Hafer drauf steht. Und dann sollte ich wahrscheinlich auch mal meinen Wagen umrüsten, dass ich dann Hafer da drin überhaupt aufnehmen kann. Ein Silo habe ich ja nicht, muss ich ja mal gucken, wo ich das ganze Zeug lager. So, ich sag an dieser Stelle dann erstmal danke fürs Zuschauen, war wieder eine lange Folge. Ja, krieg heute wahrscheinlich keine 4 Videos auf die Platte, wie ich vorhat. Schaffe dann wohl nur 3. Ja, sind wir mal gespannt, wie das Ganze weitergeht. Wir haben einen Haufen Schulden, wir zahlen relativ wenig Zinsen, wir nehmen relativ gut Geld ein momentan und wir haben uns so stark erweitert mit den 300.000, dass ich guter Dinge bin, dass wir relativ schnell die Kohle auch wieder zurückgezahlt bekommen. Und wenn uns das gelingen sollte, dass wir das relativ schnell zurückgezahlt bekommen, dann wissen wir, dass die Taktik Kredite aufnehmen hier definitiv eine gute Option ist in diesem Spiel. Aber ich bin jetzt erstmal raus, sage danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.